Hallo und herzlich willkommen hier auf Steel Gaming. Ich bin der Crazy Eddie, wie ihr sicher schon gehört habt. Wir haben hier einen toten Drachen. Ihr seht, ich bin in Skyrim. Das hier soll jetzt übrigens kein Let's Play werden, sondern eher ein... Gute Frage. Let's Mod? Bin mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, das Spiel ist schon etwas draußen. Und ich hätte heute mal Lust, ein kleines, ja, Let's Mod aufzunehmen. Um meinen Rechner ein wenig in die Höhe zu treiben, ein wenig Leistung aus dem herauszukitzeln, und ich wollte euch daran teilhaben lassen. Ja, aktuell habe ich das Spiel so sehr gemoddet, dass, ja, was heißt so sehr? Also, ich habe viele Mods drin, ungefähr 60. Ne? Also ihr seht schon, ich gehe mal runter auf die Knie. So, einer der kleineren wenigen Mods sind zum Beispiel hier diese Pflanzen, die bewegen sich jetzt. Sehen zwar immer noch aus wie zweidimensionale Sprites, sind aber wesentlich schöner als dieser Halsmaul da hinten. Als diese komischen anderen Dinger. Diese Felle waren vorher eine Textur, jetzt sind das mittlerweile schon einzelne Haare. Ich habe einmal Ultra-Realistic, Fire and... Gib ihm. Gib ihm hart. Ja. Ja. Genau. Nein. Zurück. Wie stecke ich nochmal weg? Ja, genau. So, dazu kommt noch realistischer Rauch. Ich habe hinzugefügt, die Dinger noch nicht. Das war, finde ich, jetzt etwas unnötig. Aber naja. Realistische Steine, beziehungsweise bessere Steine als vorher in Skyrim. Ich fange einfach mal mit der Grafik an. Ich bleibe bei der Grafik. Ich habe realistische Wolken. Gut, das sieht man jetzt nicht so schön, weil kaum Wolken sind. Dann haben wir hier diesen Realistic Smog. Ich habe relativ realistisches Wasser, besser als das, was vorher war. Ich mache mich mal so. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das vorher hatten. Also ich kann mich daran erinnern, in der Vanilla-Version nicht gehabt zu haben. Bevor jetzt einer meckert, ja, ich bin eine Frau, weil ich finde die Kerle sowieso nicht so prickelnd. Dazu kommen wir aber gleich. Wir sind hier gerade in... Was ist das? Weißlauf? Nee. Weißlauf? Flusswald. Weißlauf ist woanders. So. Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Ja, grafiktechnisch gesehen habe ich 4K-Texturen drauf. Allerdings, ja gut, hier kann man es jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht so sehen. Aber wenn man näher rangeht, also hier, na, okay, dann halt nicht. Hallo Hund. Ja. Also wie gesagt, ich habe einige Grafikmods installiert. Das sind jetzt noch nicht die Ultra High-End-Mods, aber es reicht auf jeden Fall. Ihr seht da hinten den Rauch. Ja. Irgendwas grollt hier gerade. Ach nee, das ist der Wind. So, ich habe diverse Begleiter-Mods. Davon werde ich euch jetzt einen zeigen. Ich habe die sämtlichen Mods alle von... Moment. Eben mal den Ingame-Sound runterstellen. Ja, lad schneller. Danke. Audio. Meine Güte. So. Für Spielen so alleine gut, für die Aufnahme weniger. Ne, ihr seht? Wer bist Was du? gibt Du es? bist Delfine, genau. Du bist die komische Perle, die mich angeheuert hat. Ich habe aktuell den God-Mode enabled, damit ich euch das alles zeigen kann, ohne gleich selber umzustürzen. So, wie gesagt, ich habe alle Mods Fehlt von... dir etwas? Ja, Ruhe. Skyrim Nexus, also Nexus Mods heißt die Seite. Ich werde auch sämtliche Mods irgendwie in der Videobeschreibung verlinken. Achso, ich muss noch eine Stufe aufsteigen. Habe ich vorhin nicht gespeichert. Mache ich mal eben fix, was ich wollte. Schlossknacken, genau. Ja, ach, da, ich habe doch noch einen Fertigkeitenpunkt. Nein, nein, nein. Ne? Kann ich da was machen? Ja, kann ich was machen. Was macht das hier? Ja, nehme ich. Ich arbeite generell mit Frost und Feuer und halt auch Blitz, obwohl mehr Flammen.
Naja, von... Ich gehe ja mal raus. Nein, ich bleibe hier drin. Von Nexus Mods. Die Seite ist cross-kompatibel. Da gibt es auch Fallout drin, da gibt es Dragon Age drin. Ich habe sie halt daher, die ganzen Mods. So, diese Ladies hier, also... Was benötigt ihr, mein Freund? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Eine ist gerade weg. Die ich erzähle euch... Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Ich erzähle euch gleich was zu denen, wo die andere ist. Also die gehören zu einem Package namens... Ich gehe mal raus. Girls of Skyrim. Ist leider nicht mehr auf Nexus Mods verfügbar. Ich hatte die noch privat. Um es mal kurz vorwegzunehmen, ich habe keinerlei Rechte an den Mods selber. Ich habe keinen davon selbst gebaut. Ich habe die nur eingefügt. Also Fragen an mich würde ich einfach mal unterlassen. Also was die technischen Sachen angeht, weil ich davon keine Ahnung habe. Ich kann das nicht so. Hier haben wir noch einen Mod. Bessere Baumstümpfe. Vorher sahen die so komisch matschig aus. Also ich würde die ganzen technischen Anfragen an die Entwickler stellen. Falls die noch supported werden. Es gibt natürlich auch Leute, die es halt nicht machen. So, wir gehen jetzt hier mal aus... Hallo Biene. Aus Flusswald raus. Ach so, ja. Kannte ich noch nicht. Ja, bevor wir jetzt hier irgendwie was Doofes machen, ich zeige euch mal kurz meinen Charakter. Das ist meine Schönheit. Ihr seht, ich habe die... hör auf, so rumzutanzen. Das ist eine... Wie erkläre ich das am besten? Es gibt... Ich habe auch diverse Castles und so hinzugefügt. Es gibt einmal dieses hier. Bathing Beauties of Beefcake heißt das offiziell. Da werde ich mal gucken, dass ich da irgendwie Videomaterial von kriege, weil dieses Ding tatsächlich mit einem Nude-Patch einhergeht. Den ich leider auch nicht... entfernen kann. Aber ich fand diese Villa halt geil. Und da ist auch übrigens die vierte von den Girls of Skyrim. Dann gibt es hier einmal dieses Paradise Valley Entrance. Beziehungsweise das Paradise Valley hier. Das ist sowas ähnliches, nur halt Freiluft. Und diese Bewegung, die machen, kommt halt aus einem dieser beiden. Ich weiß nicht, welche davon das ist. Ich werde euch noch alle möglichen Dinge zeigen. Zum Beispiel hier die Dragon Lord Castle gleich. Dann jetzt gleich so eben Weißlauf. Ich habe noch hier Blue Creek. Wo ist die da? Blue Creek Estate. Und Castle Grey. Das ist sind drei hineingepatchte Häuser, die ich euch gleich zeigen möchte. Ja, das ist so etwas, was ich jetzt momentan so habe. Ich bin noch relativ am Anfang. Ich hab das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt. Und, ja. So, das ist meine Gute. Sie heißt Lydia. Ist relativ ansehnlich. Dieser der Kimono, genau. Über Einsamkeit habe ich einen Nagashini-Onsen. Ich denke die ganze Zeit Nagasaki-Onsen. Ist egal. Ein Onsen. Das ist, ich zeig's euch. Ist ein Bart. Mehr oder weniger. So, die Gute hat keinen Bogen drauf. Warum nicht? So, da. Dieser Bogen ist übrigens der erste von Legolas. Ich habe das Herr der Ringe Waffenpack eingefügt und diese Bewegungsweise kommt auch auf einen dieser Badeanstalten zurück. Das ist, liegt nicht an der Person selber, das ist relativ seltsam. Naja, ich habe die Gute mit neuen Haartexturen ausgestattet. Hörst du auf? Haartexturen ausgestattet, bessere Augenbrauen, bessere Augen. Ihr seht, wie sie glänzen. Dann keine kantigen Gesichter mehr. Ziehen wir mal den Bogen. Feuern mal einen Pfeil ab. So. Ego-Perspektive. Na komm. Cool. Naja, der hat einen relativ hohen Schaden, dieser Pfeil. Nein, das sind immer noch die Standard-Eisenpfeile. Ich werde die jetzt auch nicht mehr einsammeln, weil solange ich im Godmode bin, brauche ich die nicht. Hier seht ihr zum Beispiel die neuen Steine. Also wer einen Vergleich haben möchte, kann sich ja gerne mal sein eigenes Skyrim angucken oder Screenshots vom Original Vanilla Skyrim. So, ich habe einen Pflanzen-Overhaul eingefügt. Ihr seht, die Bäume sehen schon etwas realistischer aus, genauso wie das Gras. Ich habe, habe ich Better Snow drin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe Better, Snowflakes, aber hier schneit es gerade nicht. Das ist dämlich. Ich habe, bessere Drachen drin. Falls wir gleich einen sehen, werde ich den auch... Ja, gut, dann können wir den auch gleich direkt zeigen.
Das ist übrigens Dragon's Castle, da werden wir gleich hingehen. Irgendwann, also ich werde euch schon alles noch zeigen. Das ist übrigens nicht das Maximum, was ich aus meinem Rechner rauskitzeln kann. Meine CPU-Auslastung liegt momentan bei ungetakteten, ja, er weiß noch nicht, was er genau nimmt, er schwankt zwischen 30% und 40%. Aktuell nimmt das Speicher einen physikalischen RAM-Speicher von grob gerechnet 3 GB ein. Da fehlt was, Jungs. Achso, der bewegt sich gar nicht. Das ist eine Statue. Ja, nee, dann ist egal. Ich habe die Better Nights drin. Oh, da kommen gerade die Monde. Ich habe die... nein. Nein? Nein? Ah. Ich habe die Monde ein wenig texturiert. Viel sind es nicht, das muss ich zugeben. So, jetzt kommen wir nämlich zuerst nach Weißlauf. Genau, ihr seht schon, ich habe die Texturen des Ganzen ein wenig aufgehübscht, weil ich fand diese Städte generell nicht schön. Moment. Nein, nein. Das hier ist übrigens Legolas Kampfmesser. Ein wenig anders, als es eigentlich ist. Aber man erkennt es, hoffe ich. Naja. Burn, Baby, burn. Ja. Stecken wir die Scheiße weg, bevor wir ihn irgendwie verletzen. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich habe, also da die Dinger immer random auftauchen, habe ich auch, wie heißen die Dinger auf Deutsch? Nordlichter eingefügt. Ich denke, ich werde dieses Tutorial ist es ja nicht, dieses, hier, schaut mal, was ich habe, dieses Let's Mod, auch mit englischen Untertiteln machen. Falls es einen stört, könnt ihr die ja gerne ausschalten. Hier, ne, schon etwas besser als die Originalsachen, also es ist doch einigermaßen zufriedenstellend. Die Ladezeiten halten sich echt auch in Grenzen, muss ich sagen, dafür, dass das Ding so viel RAM frisst. Davon, dieser Mod heißt übrigens Sexy White Run. Ja. Davon habe ich mehrere. Einmal Windhelm noch, da kommt noch Einsamkeit hinzu. Ich sage es jetzt einfach mal auf Deutsch. So, ihr seht, es ist alles ein wenig farbenfroher. Die Feuer sehen gut aus. Der Rauch vor allem, der Rauch. Diese Mod sorgt übrigens dafür, also nicht die Rauchmod, sondern die Feuermod, dass die Drachen jetzt nicht einfach nur noch so, wir leuchten jetzt mal auf und zerfallen, sondern wirklich tatsächlich verbrennen. So, jetzt kommen wir zum Drunken Huntsman. Da ist nämlich auch ein Begleiterpack von zweien. Das ist ein elfisches Begleiterpack. Da sind 4 oder 5. Also ein Kerl ist dabei. Geht es euch gut? Ja, der da ist dabei. Oh, es sind zwei Typen. Also der ist dabei. Er da? Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Ja, vielen Dank. Sie ist dabei. Hörst du mal auf. Braucht ihr etwas? Nein! Sie ist dabei und sie ist dabei. Braucht ihr etwas? Und ich weiß nicht, wer sie ist, aber die ist auch okay. Stille und Tod. Das sind meine Künste. Gut. Gegen eine geringe Gebühr erschaffe ich wunderbare Kunstwerke für euch. Ja. Also, um das jetzt mal ein wenig, also man kann theoretisch jeden Begleiter, sie auch. Lass mich in Ruhe. Jeden weiblich, also man kann natürlich auch Männer da reintun, so ist es nicht. Aber man kann jeden NPC, solange er nicht irgendwie questgebunden ist oder irgendwie eine wichtige Aufgabe zu überleben hat, so wie der Schmied hier, nach entweder hierhin schicken oder dahin. Dann kann man die theoretisch auch ausziehen. Die meisten davon, also zum Beispiel Girls of Skyrim funktioniert nicht. Da kannst du noch so sehr Nude-Patch draufknallen, wie du willst. Die bleiben Unterwäsche. Andere sind da komplett nackt. Ja, das werde ich aber nicht zeigen. Es sei denn, ich finde irgendwie eine Möglichkeit, das zu überdecken. Mal gucken, was Magic da so hergibt. Ja, ich werde da gleich nochmal da reingehen. Also hier sehen wir zum Beispiel das neue Wasser. Ich habe auch neue Wasserfälle eingefügt. Also jetzt nicht die hier, aber generell. Dann, ja, generell Wasser, so, nasse Steine hatte ich auch irgendwo, aber hier sieht man es nicht so, weil hier keine im Wasser sind. Ja, also wie gesagt, man kann jeden weiblichen und männlichen NPC, der irgendwie nicht irgendwie gebunden ist an irgendwas, sei es eine Aufgabe oder so, oder halt auch kein Kind, in dieses Valley, in dieses Tal oder dieses Badehaus schicken. Ja, ihr seht, das ist alles ein wenig schöner und geräumiger.
noch gerade das hier. Finde ich sowas von schön, dass es wirklich realistisches Feuer ist. Also, nicht hundertprozentig, aber genug. Zum Beispiel, sie könnte man nicht ins Badehaus schicken. Es tut mir gerade nichts, weil ich halt Gottmut bin. Nur zum Zeigen. Ich habe das Spiel übrigens schon ungefähr gefühlte 10.000 Mal durch. Ich habe für mich eine eigene Regel. Wenn es für ein Spiel Cheats gibt... ihr seht hier, guckt euch das mal an. Dann werden diese erst benutzt nach dem ersten Mal durchspielen. Ja. Also, wenn es jetzt ein Spiel wie Skyrim ist, dann kann man ja kein richtiges durchnehmen, weil es gibt ja immer generierte Quests. Ich rede dabei von der Hauptstory. Ja. Boah, Atem holen. So. Also wenn ich die Hauptstory durch habe, dann erlaube ich mir persönlich einige wenige Cheats, zum Beispiel den God-Mode. Ja. So. Ihr könnt euch glücklich schätzen, hier in der Stadt und nicht im Flusswald zu sein. Die armen Leute da haben nicht einmal eine Mauer. Das stimmt wohl. Aber dafür hatten sie mich, als der Drache angegriffen hat. So, lala. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Keine Ahnung. Ist egal. Ich werde euch auf jeden Fall jetzt alles zeigen. Womit fangen wir denn am besten an? Wer bist du? Du bist ein Typ. Okay. Am besten wäre natürlich, wenn wir jetzt einen Drachen finden würden. Better Knights of Skyrim läuft hier übrigens auch. Ihr seht diese Milchstraße. Ich nenne es mal einfach Milchstraße. Das hatten wir vorher nicht. Also, oder ich habe es jedenfalls... Entweder habe ich es nie gesehen, aber wir hatten es vorher nicht. Also ich weiß, dass es so hübsch schon nie aussah. Ich habe ein Dungeons Overhaul eingespielt. Overhaul ist, glaube ich, so viel wie überschreiben. Oder Überarbeitung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der in den Dungeons selber die Beleuchtung dämpft. Also früher hat eine ganze Fackel den kompletten Dungeon ausge... ich habe die Mod nicht aktiviert. Auf jeden Fall gibt es noch eine Mod dafür, dass die Steine nass werden. Das ist... Oder ich sehe es gerade nicht. Ich weiß es nicht. Wir können ja gleich mal Tageslicht gucken. Dass die eine Fackel nicht den gesamten Dungeon ausleuchtet, sondern tatsächlich nur so einen kleinen Bereich. Ja. Was haben wir denn da? Glühwürmchen? Tatsächlich. Glühwürmchen. Ah, oh, sind die süß. Fackelwürmchen, ja, von mir aus auch das. Da hinten ist ein Riesencamp, an die will ich mich jetzt nicht ranwagen. So, womit fangen wir denn zuerst an? Ich zeige euch jetzt erstmal den Onsen, ja? Das ist so ziemlich das Einfachste. Und das kleinste, zusätzliche Mod, die ich hinzugefügt habe. Weil sie wirklich nicht groß ist. Oh, Schnee. Kann man davon irgendwie sehen? Ich habe auf jeden Fall sieht man, wenn man ganz nah rangeht und eine Schneeflocke kommt, dass die tatsächlich einzeln gerendert werden. Also, die sehen besser aus als die normalen. Die meisten von euch wissen nicht, was ein Onsen ist. Ich werde dazu einen Link in die Beschreibung packen. Also prinzipiell ist es eigentlich nichts weiter als ein Badebereich, ein Entspannungsbad. So, heiße Quellen mit Sitzgelegenheiten, dazu werde ich gleich noch was sagen. Es sieht schon sehr schön aus, muss ich sagen. So. Gehen wir mal hier hoch. Haben wir so einen schönen Wasserfall. Seht ihr? Oh, ist das schön. Ist das schön. Und hier ist dieses... Was soll das sein? Ich weiß es nicht. Ein Badehaus, denke ich mal. Und hier in dieser Nikitas Chest sind diese... für die Karte da rechts kann ich nichts. Die war in der Mod drin. Das sind einzelne... Kimonos, davon trage ich gerade diesen hier. Ich glaube, das ist die Mia oder wie auch immer die heißt. Das hier ist, ja, Mia, genau. Dann habe ich hier noch sowas. Das ist auch relativ in Ordnung, werde ich jetzt aber nicht anziehen. Das, was ich hier habe, ist nicht das normale Menü, sondern die Sky UI. So heißt die. Ich werde dazu auch noch einen Link reinpacken. Das hier ist die Dark Lilith Armor. Die werde ich jetzt nicht anziehen, sondern später vielleicht. Naja. Und ich finde, die passt da auch ganz gut rein. Wo sind meine Waffen? Ich habe nämlich Balgrufs zwei Hände. Ach so, den hat er mir gegeben, genau. So, der Elven Longbow, ne? Ich habe das Hattori Hanzo Schwertpack installiert. Ja. Genau.
Kann ich mal kurz irgendwie die Pfeile ablegen? Das erzeugt... Was heißt erzeugt? Das gibt mir... Das... warte mal. Das ist... Quatsch. So. Hattori Hanzo ist... auf 5. Genau. Das Zweihänderschwert. Und es gibt dazu auch noch eine weitere... Es gibt insgesamt 8 Versionen. Davon... Also jeweils eine in... Rot, Blau... Hörst du auf, dich zu reden? Schwarz und Weiß. In einhändig und zweihändig. Ja. Aber wie man aus einigen Filmen lernt, werden Zweihänder mit zwei, also werden Katanas mit zwei Händen geführt. Ja, die Trigger müssen durch. Naja, so. Kann ich mal kurz wegstecken. Außerdem finde ich das ganz schön, dass er das hier auf dem Rücken hat, so wie es eigentlich sein soll. Ja, kann ich jetzt drin stehen? Ja, ich kann mich jetzt hier hinsetzen, ich kann mich da hinsetzen, ich kann mich jetzt auch ausziehen. Das werde ich allerdings nicht tun. Nur damit es klar ist. Ja. Und falls ihr euch fragt, warum ich euch diese relativ harmlosen Mods zeige, das soll nur eine Testversion sein. Es kann sein, dass ich da irgendwann mal einen Rappel kriege. Und dann plötzlich mal denke, ey, ich stelle jetzt mal so auf ENB um. Das ist auch so eine Graphic-Mod-Version. Da müsste ich auch mal gucken. Oh, das schneidet jetzt hier ganz schön heftig, muss ich mal sagen. Achso, wir sind ja über Einsamkeit. Ja, da habe ich auch ein Update drauf gespielt. Das sieht genauso aus wie Ride, Run, Weißlauf. Ah ne, das ist die Talmor-Residenz hier. Davon habe ich kein Update gemacht. Naja, egal. So, dann, was machen wir als nächstes? Ja. Moonforge. Ich weiß nicht, ob die im Spiel drin war. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich davon irgendwie was drin habe. Ich schreise mal dahin. Ich werde mal versuchen, dass da irgendwie jetzt keine nackten Mädels rumlatschen. Oder zumindest nicht in Sichtweite der Kamera kommen. Ich habe auch Lichtschwerter hinzugefügt. Die Sache ist, dass ich dazu noch nicht die Fähigkeiten habe, weil diese Art von Schwert benötigt Schmiedekunst. Was ist das hier? Zwergisch, Elfisch. Moment. Arkan? Ich benötige diese hier. Ja. Damit ich diese Schwerter schmieden kann. Und das wird halt später noch etwas kommen. Also ich werde dazu auch noch ein Video machen, wenn ich alles auf 100 habe. Das dauert aber bestimmt noch einige Zeit. Ja. Wie gesagt, das ist Weißlauf hier. Das ist diese Bathing Suit. Nennen wir es jetzt einfach mal grob. Es gibt da eigentlich zu auch Wachen, aber die sind gerade irgendwie nicht da. Oh, habe ich noch gar nicht gesehen. Hinsetzen, Pool Stairs. Okay, was ist das? Öffnen, Tür. Ah, ein Klo. Okay. Cool. Also hier war ich noch nicht, hier hinten. Hier kann man auch rein, kann man auch schwimmen. So, wohl ein Trainingsplatz. Lass mich mal hier durch, so. Das sind halt so ein paar Glitches und... Das passiert, wenn man moddet. Also wirklich hundertprozentig ist nicht alles. Glaube ich. Ich kenne mich mit Mods nicht so aus und ich habe auch nicht die Befähigung dazu, diese irgendwie... Hey, cool, es liegt gerade keine im Bad. Sehr schön. Das ist diese Bathing Suit. Hier gibt es noch diverse Schreine, wenn ich das richtig... Also ich weiß, die Bella gibt es hier, es gibt noch andere. Uppala. Da sitzt einer nackt. Hallo Ladies. Die da hinten werde ich jetzt nicht angucken. Das ist nämlich die andere, die zu Girls of Skyrim gehört. Also, ich weiß nicht, wie groß diese Suit jetzt ist. Nicht so groß, glaube ich. Himmelsrand, ja genau. Also wirklich groß ist die nicht. Also die hat auch nur einen Bart oder so. Hier sitzt auch noch eine Schönheit. So, da kommen gerade die Wolken an. Oh, ist der müde. Diese Mädels kann man übrigens auch als Bettgefährten haben. Das funktioniert nur irgendwie nicht. Aber die umarmen sich. Man kann sie umarmen. Das ist doch auch schon mal was. Da kommen gerade die Clouds rein, also die sehen schon etwas besser aus. Es gibt natürlich noch eine andere Mod. Hey, wer bist du denn? Geht weiter. Statthalter der Talmor? Ihr mischt euch in. Ich bin ein Statthalter der Talmor. Wir sind
Wenn ihr schlau seid, dann geht ihr. Geht weiter. Ihr mischt euch in offizielle Angelegenheiten der... Weißt du was? Ihr geht mir auf den Sack. Nimm das! Daneben geschossen? So, dann zeige ich euch mal die Flammen. Ist natürlich etwas unfair, wenn man... Guck mal, kann ich auch. Ist natürlich etwas unfair, wenn man unsterblich ist. Aber, die generieren sowieso neu. Kämpfen wir mal ein bisschen, ja? Machen wir mal hier so den hier. Hoppala! Was ist denn das bitte für ein Schwert? Hab ich doch gerade den Kopf abgeschlagen? Ah, nee, doch nicht. Was hat denn dieses Schwert denn bitte für einen Schaden? Ach, 57! Ja, okay, das erklärt's. Entschuldigt, Jungs. Ich habe übrigens auch eine Enchanted Blood Mod drin. Und die halt eben diese Effekte auf die Waffe zaubert. Moment, Waffe. Genau, ihr seht das Blut an den Händen. Ja. Wollen wir uns mal zum Valley begeben? Also prinzipiell geht's hier rein. Das ist ein Spalt in Berg. Man spawnt da mit dem Rücken dazu. Wir spawnen aber direkt rein, weil ich da schon war. was auch immer das ist. Das ist irgendwelche diese Drachenpriester. Ich habe übrigens keine Add-ons. Kein Hearthfire, kein gar nichts. Deswegen bin ich auf Mods angewiesen. Ich werde mir aber... diese Bewegung, ne? Wer bist du denn? Aerith Havering. Ah, gut. Man kann die Leute, die Mädels ins Gefängnis tun. Man kann die... Natürlich. Ne? Best Outfit, some stuff. Mach mal Best Outfit. Was hast du denn Schönes hier? Nix? Das war's? Okay. Wir haben hier so kleine Laydown. Okay. Gut. Kleine Bäder da unten. Also hier ist ein Strand, der leuchtet übrigens aus irgendeinem Grunde. Gut. Da ist keiner. Ich muss versuchen, die aus dem Augenwinkel zu... Wow. Zu sehen, bevor ich da irgendwas schneiden muss. Oder zensieren. Also da ist ein Bad. Da schwimmt gerade eine drin. Da gehen wir mal weg. Tut mir leid für die Fetischisten unter euch. Nicht mein Problem. So, das hier ist jetzt das Underground Bathhaus. Apropos Fetischisten. Es ist übrigens möglich, jede Menge Kleidung in Skyrim hinzufügen. Auch Schulmädchenkleidung. Dazu brauchen wir aber ein spezielles Skelett und diverse Mods. Das wollte ich mir nicht antun, weil so versessen bin ich darauf auch nicht. Ich stehe da eher so auf, Kimonos. Also, in dem Fall jetzt. Da unten läuft eine nackt. Nee, gar nicht, warte, die hat Kleidung angehabt. Die hat auch Kleidung an, sehr gut. Das ist jetzt dieses Underground Bathhaus. Diese Typen, das sind übrigens Mannequins, also diese Holzpuppen für Kleidung. Das ist eine Mod namens Sexy Mannequin. Ich gehe jetzt nicht näher ran, weil das auch nackte Frauen sind. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt austauschen. So sieht die eigentlich gleich aus. Was ist das übrigens für eine Haarfarbe? Was ist das übrigens für ein Style? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein großes Badehaus. Hier drin ist übrigens eine Sauna. Nee, die hat zum Glück Kleidung an. Gott. Dann gibt es hier noch so einen Untergrund. Was ist das? Ein Spannungsbad? Eine Spannungshöhle? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sowas in der Richtung. Hier drin kann man eigentlich nichts anderes außer baden. Und halt essen. Das gehört uns. Maintenance Room? Hey, cool. Hier war ich noch nicht. What the hell? Hier war ich echt noch nicht. Oh. Oh. Ihr braucht etwas. Ja, das sind halt diese Ruhe. Diese NPCs, die eigentlich keine große Verwendung haben. Oh, Schmiede. Echt? Smelter? Was macht der denn? Ach so. Der ist das. Ich habe bisher gedacht, dieser komische... Ach so, das macht die tatsächlich. Ach so, hier kann ich die Nasil Dinge bauen.
Und daraus dann wahrscheinlich Nazil basteln, aber ich kann Nazil auch so bauen. Also so ist es nicht. Hey, wieso ist hier eine Truhe? Die ist leer. Ah. Okay. Hier war ich echt noch nicht. Naja, wollen wir mal wieder rausgehen, bevor uns jetzt irgendwas zu Kopf steigt. Was ist hier drin? Nix. Steht ja auch dran leer. So, ja. Damit hätten wir dann die das Underground Bathhaus auch gemacht. Dazu werde ich dann, also ich werde zu allen verwenden Links aktuell in die Beschreibung packen. Wer bist denn du? Ach, Lydia, genau, die habe ich hier auch reingebracht. Allerdings geht die nicht schwimmen, die ist auch nicht nackt. Das geht nicht. Wieso ist das hier so komisch? Ist das Eis? Nee, es ist Wasser. Was ist das? Restroom, ja. Klo. Was auch sonst. So, gehen wir mal hier raus, bevor uns jetzt hier irgendwer Nacktes über den Weg läuft. Für Interessierte, ihr könnt euch das selber runterladen und dann mal installieren. Also zumindest euer Rechner sollte das aushalten. Na, ja, die ist auch nackt. Na ja, gut, dass man nichts gesehen hat. Karte, Blue Creek Estate, genau. Ich zeige euch das mal. Meine Hardware ist übrigens... ich erzähle euch einfach meine Hardware. Ein Gigabyte G77... Nee, Z77 XDH3, D3H. Bin mir nicht ganz sicher. Ein Intel Core i7. Boah, was ist das für eine Variante? Keine Ahnung. Wer bist denn du? Hm? Neue Guards oder was? Ein Intel Core i7 mit i7 mit 4x3,5 GHz von Werk aus. Übertaktet auf 3,9 aktuell. Da geht noch mehr. Aber habe ich jetzt momentan nicht wirklich die Lust zu. 16 GB Core Air Vengeance Low Profile RAM. Boah, Low Profile werden jetzt einige sagen. Ich sag euch aber auch warum. Weil der gute Crazy, der hat sich nämlich einen BeQuiet Darkrock 2 Pro oder Darkrock Pro 2, keine Ahnung, wie der jetzt gesprochen wird. Google sagt mal so oder so und die auf BeQuiet wissen auch nicht, was sie wollen. Naja, geholt und da passt halt kein normaler Corsair Vengeance drunter. Scheiße gelaufen. Aber er tut seinen Dienst und naja, mein Gehäuse, das ist ein Thermaltake Chaser MKI MK1, bin mir nicht ganz sicher. Der hat eh schon von Haus aus drei Kühler aufs Gehäuse, im Gehäuse drin und das reicht dann auch. Gerade auch, weil die heiße Luft vom Gehäuse auf dem, von dem CPU-Kühler abgezogen wird. Netzteil 57 Watt, Grafikkarten 2 GB GeForce GTX 760 Windforce mit jeweils 2 GB RAM im SLI-Modus. Nein, keine Grafikruckler, kein gar nichts, keine Mikroruckler in Battlefield, nichts, nada, niente. Und an denen laufen dann auch zwei Monitore. Also nicht vier, also nicht zwei pro Grafikkarte, sondern insgesamt zwei. Ja. Wie gesagt, da geht noch einiges. Also Blue Creek Estate ist jetzt nicht so unbedingt, was ich jetzt als Traumhaus bezeichnen würde. Es ist schön anzusehen. Also es ist wirklich sehr gemütlich. Muss ich sagen, durch die ganzen Grafikveranstaltungen hier, dieses Holz, das ist, sieht einfach nur genial aus mit... Upsala. Weißt du was, das ist eine Statue. Seht ihr? Statue. Das ist keine Frau. Was dagegen kannst du was sagen? Naja, was ist hier? Verzauberer? Nee, Alchemielabor, Verzauberer. Das hat übrigens irgendwie jedes Haus. Ich weiß auch nicht warum. So, was war das? Oh, hab ich einen Apfel runtergeschissen. Bam, 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 bam. So, dieses Haus hat mehrere Stockwerke. Hier ist, was ist das, eine Bar oder was? Dann kommen wir hier zu meinem Schlafzimmer. Fand ich auch auf den ersten Eindruck sehr schön. Also, es sieht wirklich sehr genial aus. Die Musik im Hintergrund auch. Was ist das hier? Das ist, keine Ahnung. Rüstungszimmer? Boah, scheint so, wa? So, dann hätten wir hier einen Balkon. Glaube ich. Nee, was ist denn das? Gästezimmer? Hier war ich noch nicht, okay. Hier geht's, glaube ich, noch einen hoch. Nee, doch nicht. War doch? Hm. Ja, nein, vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ich renne gerade im Kreis, kann das?
Ich renne im Kreis. Weißt du was, leck mich doch am Arsch. So. So, dann geht's hier weiter. Bla, Alchemielabor, waren wir gerade schon. Scheiße, ich verliere ständig die Orientierung. Hier gibt's nämlich noch eine Tür, die führt uns raus nach Himmelsrand. Habe ich hier neue Waffen? Wieso? Ich werde die Ork-Festung wissen lassen, dass man euch vertrauen kann. Nun solltet ihr dort willkommen sein. Was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wovon der Typ redet. Schmiede, dahinter, da ist noch ein Kerker. Ich nenne es mal Kerker. Da ist ein Kerker drin. Mit Heizung für das Bad. Das, ne. Bad. Ne? Ihr seht? Also ich werde jetzt nicht da reinsteigen, weil die sich dann automatisch auszieht. Und ich da durch diverse Mods, also es ist kein Nude-Mod im eigentlichen Sinne. Aber ja, hier dieses zum Beispiel, das ist noch von einem alten Gelände. Das ist doof gemacht, aber dagegen kann man nichts machen. Also wie gesagt, ich kann durch diese Veränderungen, die ich an den Texturen vorgenommen habe, keine Unterwäsche mehr tragen. Also das können die wenigsten. Bis auf diese Girls of Skyrim, bei denen das irgendwie nichts bringt. So, das nennt sich Better Females. Ich habe auch Better Males eingefügt, damit halt die Kerle auch ein bisschen besser aussehen. Tun sie nicht wirklich, aber naja. So. Da waren wir schon. Hochrotka. Orikstadt. Ist der Typ, wo er vor der Tutorial quasi abnippelt. Gehen wir nach Castle Grey, da war ich noch nicht. Das ist neu, die habe ich gerade erst eingefügt. Ich kann ja schon Zeit mal trinken. Scheiß Hochelfen, alle so hochnäsig. Oh, wer bist du denn? Komm schon, Flasche geht zu. Hoppala. Die Beschreibung sagte ja, dass es groß ist, aber... Ja? Ja? Braucht etwas? Nein. Achso, mehr sagen die nicht? Okay, gut. Wer bist du? Hast du einen Namen? Guten nee. Tag. Tag. Ach ja, und ich... Okay, gut. Ich habe... Ihr seht kurz hier, das ist die Sonne. Ich habe die Realistic Sun eingefügt. Das ist, ja, ein Sonnenmod. Erzeugt eine bessere Sonne, mehr ist es einfach nicht. Es geht natürlich auch noch ein bisschen besser mit Realistic Glares und Flares und... Schieß mich... tot? Die Zugbrücke? Ernsthaft? Der Wahnsinn. Na ernsthaft, diese Brücke ist der Wahnsinn, jetzt schon. Noch nicht so überzeugend, wie das Dragon's Castle oder wie das Ding heißt, aber holy moly. Das hört sich nach Schmied an. Ist er sogar. Was ist das? Nichts. Ja. Werft einen Blick drauf. Dietrich, ja, bringt mir gerade eh nichts. Lederstreifen, bla, Zange? Zange, was soll ich mit einer Zange? Ich könnte die alle einschmelzen und meine Fertigkeiten verbessern. Könnte ich machen, mache ich auch. Als morgen. Mache ich auch, was ist das? Öffnen Gate, da kam. Oh, ich habe eigenes Pferd, sehr schön. Oh, ich liebe das Ding. Naja, Pferde brauche ich nicht, ich laufe generell selber zu Fuß. Der scheint tot zu sein. Wollen wir mal einen Blick riskieren? Wo ist denn der Pfeil hin? Vorsichtig. Passiert nichts, okay. Ja, wenn nichts ist, dann ist auch nichts, wa? Der scheint auch tot zu sein. Was ist denn hier los? Was ist das denn hier? Ein Brunnen. Ach, wie schön. Was ist das hier? Gebetsschrein? Wer bist du? Also ich entdecke das gerade mit euch zum ersten Mal, nur damit ihr es wisst. Vielleicht sollte ich aber eine neue Schattentextur einfügen. Hm. Da geht's wohl rein. Huch. Voll cool.
Wow, oh, Moment, 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 Moment. Das muss ich mir von oben angucken. Bin ich da nicht drauf oder was? Ich wollte gerade sagen. What the fuck, wie groß ist diese Burg? Sonne. Ernsthaft, wie riesig ist das Ding? Also ich find's gut, ich weiß nicht, wie es ihr findet, aber ich find das gut. Erstmal. Was habt ihr zu berichten? Ja. Nix, gut. Hier ist anscheinend auch nix. Castle Grey, ne? Lass mal auf den Deckel zugehen, wa? Meine CPU-Ler schwanken momentan zwischen 20 und 30, also geht's wieder runter. Aktiviere Mannequin. Es gab übrigens einen sehr lustigen Bug bei diesen Mannequins, dass sie einen verfolgen wie echte Player, aber von dem habe ich bisher nur ein Video gesehen. Was wird gebraucht? Kann ich euch helfen? Keine Ahnung, spricht nicht mit mir. Dass die einfach folgen wie echte Player, das habe ich im Video gesehen, das war sehr verstörend. Nennen wir es verstörend. Was ist hier? Wer bist du? Bist du Tiber Septim? Bist du Talos? Keine Ahnung. Ja, diese Rüstung habe ich auch. Das sieht so ähnlich aus wie das, was ich habe. Was ist das? Keine Ahnung. Wenn ich drauf drücke, passiert nichts. Ich weiß auch nicht warum. Nehmen? Nein! Cool. Wow. Da hat sich ja mal einer Mühe gemacht. Wow. Was ist das? Honigbrew, Decanter! Ne, Honigbrew. Was ist Honigbrew? Keine Ahnung. Wer seid ihr? Du bist... Nein, du willst nix? Ihr habt Fragen? Nein. Pff, die machen anscheinend nichts. Wenn nichts ist, dann ist auch nichts. Oh, Küche. Ja, definitiv eine Küche. Leck mich doch am Arsch. Hier ab. Obelix hätte hier seine wahre Freude. Wir saufen den Mate. Ist keiner mehr State. Unser Häuptling heißt Rotel, okay. Wer es nicht kennt, Torfrock. Müsst ihr euch mal geben. Barracks zu den Baracken? Echt? Ihr habt Zugang zu den Baracken und zur Küche? Brot. Hallo. Guten Tag. Tag. Eine Guard? Hi. Ja, hi. Lass mich in Ruhe. Armory? Da ist wohl die Waffenkammer. Also da kann ich wahrscheinlich alle Waffen ablegen, die ich irgendwie mal gebraucht oder gesammelt habe. Okay. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. What the hell is that? Also gut, das ist eine Schmiede, das sehe ich. Dann ist das. Okay. Du bist der Schmied, was? Das ist ein Zeichen. Das ist ja cool. Was ist das? Fell? Hey, was machst du da? Aha. Aha. Oh, Pferd. Okay, cool. Waffenständer. Waffenständer. Halterung. Jungs, was geht hier ab? Cool, da kann man durchgucken. Bei dem auch? Agonia, ein
Totalmoor-Magier. Also, okay, das ist... Hier sind noch mehr. Also irgendwie habe ich hier ganz komischen Sound. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Komme ich nicht dran. Was ist das? Ist das ein Rohan-Schwert? Sieht aus wie ein Rohan-Schwert. Ist das magischer Hammer oder was? Zauberstab? Ein Bogen? Eine Dwemer-Rüstung, das ist irgendwas. Halt's Maul da hinten. Ich versuche jetzt mal. Noch weißt du was, ich schieß mal das Schild da runter, das vermisst eh keiner. Okay, vielleicht doch nicht so einfach. Okay, anscheinend ist das eine Textur. Ja, Textur. Okay. Aber die nicht. Achso. Sah jetzt aus wie eine Waffe. Gut. Dann gehe ich hier mal zurück. Was machen die Teile? Also ich meine, abgesehen davon, das Licht spenden. Nix. Hm. Hier kocht aber auch schon mehr gut. Hm. Könnte man glatt die Häuser von Westeros nehmen, also Game of Thrones. Falls es wer kennt. Wer kennt's nicht? Ah, hier sind die Baracken. Alles klar. Ich habe meine eigene Armee. Ja. Lass mich doch in Ruhe. Uff. Ach, kann ich nehmen. Ach, das sind alles nur Dekos oder was? Ach, das sei jetzt gay. Ihr braucht etwas? Nein, eigentlich nicht. Bin ich denn jetzt gelandet? Ach so, unten an der Brücke, okay. Da komme ich hier raus und muss dann hier durch? Auch irgendwie bescheuert, wa? Nun ja, dann gehen wir mal weiter. Dass wir hier wieder zurückkommen, ich irgendwie auch ins Schlafzimmer oder so komme. Angeblich hat dieses Ding, aus der Description habe ich gelesen, dass dieses Ding Regale für 12.000 oder 1.200 Bücher. Ich glaube 1.200 Bücher bereithält. Ja. Wollen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, 1200 Bücher? Gibt es so viele in Skyrim überhaupt? Also es gibt eine Menge, das weiß ich. Aber so viele? Was ihr, falls ihr dieses Video wirklich zu Ende geguckt habt und eure Aufmerksamkeitsspanne groß genug ist und jetzt hier... Ihr müsst nicht aufstehen, wenn ich reinkomme. Groß genug ist, dann sei euch gesagt, dass nicht alle Mods mit allen Varianten funktionieren. Also es gibt einige Mods, die requiren. Die wollen Dragonborn haben, die wollen Hearthfire haben. Dawnguard wollen sie auch haben. Der Laute. Das ist wahrscheinlich so ein Kontemplationsraum. Naja, da müsst ihr darauf achten, dass die Dinger dann kompatibel sind mit eurer Version von Skyrim. Meistens ist es dann so, wenn ihr... Ach, ich habe die deutsche Übersetzung ja gar nicht drauf, deswegen ist alles auf Englisch. Also, wenn ihr euch ein DLC ladet, beziehungsweise eine Mod. In diesem Fall halt diese ganzen Grafikmods und so. Ist es meistens nicht verkehrt, in die Description zu schauen, ob da nicht irgendwie... irgendwie was ist, was... ach, das hier sind die Bücherregale, gut. Dass diese Mod begrenzt. Das sind die Schreine, ne? Ja, die kann ich aber nicht aktivieren. Und zum Beispiel verlangt einen Mod, den ich haben wollte, für die Drachen... gleich den Dragonborn DLC. Den ich natürlich nicht habe. Noch nicht. Vielleicht später irgendwann. Ah.
Also, da oben sind wir. Hammerfell, weiß ich nicht, was, wo wir da waren. High Rock kenne ich nicht, sagt mir nichts. Cyrodiil ist Oblivion. Morrowind sagt doch alles. Die Schwarzmarschen, ist das nicht, wo die Argonia herkommt? Elsweier, Katzen, Menschen. Walenwald, boah, Hochelfen. Skyrim, ja, sind wir ja, wie gesagt. Hammerfell, oh, ich kenne mich damit alles nicht so aus, dass ich jetzt alles genau zuordnen könnte. Nehmen Vase? Ich nehme noch keine Vase mit. Oh, wie süß. Was ist das? Tür. Oh. Ist das jetzt mein Schlafzimmer oder ein Gästezimmer? Das scheint mir ein Gästezimmer zu sein. Unhöflich, dass ich die ganzen Türen auflasse, ne? In meinem eigenen Haus? Oh, scheint ein Gästezimmer zu sein. So Living Quarters? Was ist das? Ja, Gästebereich, Lebenserhaltungssysteme, nein, Quatsch. Eine Tür. Geht die hin? Was ist das? Tür. Wow, da gehen wir gleich rein. Was ist das? Door. Okay, das ist mein Schlafzimmer. Definitiv. Das ist definitiv mein Schlafzimmer. Leck mich doch fett. Voll gut. Was ist das? Ornate Drinking Horn. Hat kein Gewicht und keinen Wert. Zierde. Wie so oft. Drachenplattenhelm. Talmorstiefel, Drachenschuppenstiefel, Ebenerz. Cool. Jewelry Box, leer, ja. Ungewöhnlicher Stein, habe ich auch herausgefunden, was das ist. Diese ganzen Amulette? Queen Bee Statue, habe ich auch herausgefunden, was das ist, habe ich schon mal gesehen. Seelenstein-Fragment brauche ich nicht. So, jetzt machen wir diesen Truhen hier, jetzt gehen wir mal in das Badezimmer. Also das ist schon mal eine Festung, die ich sehen lasse. So. Erstmal schön von diesem Brunnen begrüßt werden. Die Grafikmods funktionieren übrigens in dieser Mod nicht. Die hat eine eigene Grafikeinstellung. Deswegen sieht das hier zum Beispiel auch nicht so gut aus wie in anderen Bereichen des Spiels. Alter, da hinten geht's noch weiter. Kann ich hier schwimmen? Ja gut, meine, er säuft jetzt gerade. Aber heilige, halleluja, also. What the? Ein Whirlpool, ich glaub's nicht. Leck mich doch fett. Na gut, da hat's die Drachen. Oh, Sauna. Nein, nicht springen. Ich bin immer bei Mass Effect mit Space. Da macht man ja auch alles irgendwie damit. Geil. Will haben. Naja. Öffnen Himmelsrand. Jetzt wollen wir mal gucken, wo wir sind. Oh. Wir kriegen Gewitter. Wie bin ich denn hier? Koscher. Auf jeden Fall ziemlich hoch oben. So. Wie gesagt, also das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich sowas gesehen habe. Die Festung ist schon nicht ohne. Helgen, Falkenregen, Wachturm, bla. Hier, ne? Dragonlord Castle. Noch irgendwas, was ich euch zeigen möchte. Also, das Haus in Winter war für mich immer das Haus. Also, wirklich das Haus. Aber nachdem ich Dragon's Castle gesehen habe. Ich zeig. Korundum-Erzader, ja. Dazu gibt es übrigens auch noch Mod, dass die Dinger leuchten. Das Ding ist komplett in den Berg hineingebaut. Auch wenn das jetzt irgendwie dämlich aussieht, dass es einfach so da reingestopft wurde. Dass diese Erzadern leuchten. Also generell Erzadern. So, gehen wir mal rein, wa? Juhu, Fels.
Nee, also meine CPU-Last bewegt sich leicht zwischen 30 und 40% die ganze Zeit. Also das ist völlig ertragbar, völlig verkraftbar. Selber. So, ich habe hier einen Hund. Da hinten müsste noch einer sein. Die reden alle... Libby? Was braucht ihr? Heißt du die Gemeint? Meine Frau ist gestorben. Ohne sie ist das Leben einfach nicht dasselbe. Bist du bescheuert? Wieso hast du eine männliche Stimme? Ja. Also das hier ist mein Thron. Ich werde mich da jetzt nicht hinsetzen, weil das sieht scheiße aus. Das ist ein Drache, der irgendwie ein... Licht im Maul hat. So, ja, wo fangen wir jetzt am besten... Was ist das hier? Hier war ich auch noch nicht, glaube ich. Nein, hier war ich definitiv noch nicht. Also hier haben wir diese sexy Mannequins. Wer kennt denn hier? Ich hoffe nicht die Mannequin. Wer bist du denn? Ich habe mich die geringste Ahnung, du siehst hübsch aus. Da scheint wohl auch irgendwie wieder so ein Veranstaltungsraum zu sein. Bin mir auch nicht ganz sicher. Okay. Ja. Diese sexy Mannequins gibt es übrigens in zwei Versionen, einmal männlich und einmal weiblich. Und da ich ein Typ bin, meine Güte, nehmen wir Frauen. Sind wirklich, wie gesagt, nur Holzstatuen. Man kann die auch aufpeppen, aber ich habe die so gelassen, weil ich zeigen möchte, das sind Holzstatuen. Die tun nichts, sie bewegen sich nicht. Falls damit einer ein Problem hat, kann ich die nochmal überdecken und neu hochladen. Muss nur gesagt werden, bitte nicht direkt sofort schweigen, ich kann das auch noch ändern. So, Schießstand. Was braucht ihr? Ruhe. Nimm das. Halt's Maul! So. Wo ist der Pfeil hin? Schlecht. Jetzt habe ich sofort gut getroffen. Naja, egal. Merkt langsam die Luft zum Reden aus. Das ist natürlich etwas dämlich. So, ja. Ich glaube, ich gehe erstmal rechts hin. Dann zeige ich euch mal was Schönes. Also hier haben wir erstmal wieder einen schönen Wachposten. Dann haben wir hier, was ist das? Verzauberung, Alchemie, ja, genau. Ja, ja, was ist was zum? Cool. Ja, da sind halt wieder so Verkäufer, die alle möglichen Sachen haben. Hier nochmal dieser Quatsch. Dann haben wir hier die Schmiede. Die ist ja noch um einiges größer. Hier zum Beispiel sind zwei meiner Hattori Hanzo Katanas. Das sind die normalen langen, glaube ich. Ja. Nochmal die anderen. Ja, das hier sind die ganz langen, das sind die zwei Hände. Die sehen natürlich alle gleich lang aus, sind sie aber dann tatsächlich nicht. Was denn? Ihr braucht etwas? Ansonsten voll ausgestattete Schmiede. Ja. Ja? Ja, hi. Dragonlord Private Quarters? Ja, komm, den... Das Beste zeige ich euch erst zum Schluss, von daher ist es eh egal. Jetzt speichert er noch, super. Kurzer Frame Drop, keine Ahnung. Von nix auf null. Von 60 auf null. Was auch immer das sein soll, Oblivion. Ach. Cyrodiil mit Oblivion, ich bin mir nicht ganz sicher, keine Ahnung. Warum auch immer hier Schilder sind. Angeblich geht es da nach Riften oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich das zustande bringen soll. Dass man da irgendwo hin... Angeblich kann man sich teleportieren, aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie. Hier gibt es die ganzen Schreine von allen Göttern und Daedra-Fürsten. Wer bist du überhaupt? Nocturnal. Ach, so heißt die. Was ist das denn? Eine Jungfrau? Scheint so. Ja, also hier ist so ein, sind meine privaten Quartiere. Dann gehe ich jetzt mal hoch. Was auch immer. Ihr das... braucht etwas? Typ. Ne? Hier so der Vorhof. Ihr braucht etwas? Nein. So, und jetzt zeige ich euch die restlichen Kimonos. Vom Onsen. Hier, das ist einer. Dann hier so einer. Das sind die kurzen. Dann haben wir hier zweimal den gleichen in zwei verschiedenen Ausführungen. Und dann gibt es halt noch den ich anhabe. Ja. Und den da.
Den fand ich dann aber nicht so schön. So, die habe ich eingesammelt von irgendwoher, keine Ahnung. Das gab es auch in so einem Clothing Pack dazu. Genauso wie das hier. Das ist beides dasselbe, nur die eine hat eine Mütze. Eine Mütze. Dann haben wir hier so Balldinger. Ein Korsett. Die hat übrigens Unterwäsche an, also nicht gleich aufschreien. Wir haben hier diesen Drachenpriester, schieß mich tot, Schrein, whatever. Wut. So. Nein, nicht Waffe. Waffe doof, Waffe böse. Jo, jetzt gehen wir nämlich. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt auf die andere Seite. Also nicht die andere Seite des Lichts, sondern andere Seite. Dann kommen wir hier hin. Hier kommen wir zur Bücherei. Hier. Komm, wir gehen zur Bücherei. Ja. Und? Sieht es für euch schön aus? So, schönes Feuer. Feuer. Energie. Und noch mehr Energie. Und noch mehr. Und Zeug und Arsch und Leichen und ein schöner Baum. Und ein lebender Drache. Warum auch immer der da sitzt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wunderbar. Also hier gibt es auch keine Verzauberer und so. Leere Truhen, alles, was man so reintun kann. Bla, bla, bla. Hm? Was? Also nur, um das jetzt mal für alle klarzustellen, diese ganzen hinzugefügten Gebäude haben ihre eigene Grafik-Engine, ihre eigene... Hm? Mods, Mod-Kompatibilität, also sie werden nicht zum Beispiel von diesen Hyper-Realistic-Sachen überschrieben. Guck mal, da oben hängt noch einer. Der ist aber tot, glaube ich. Ja, das ist nur ein Skelett. Ja. Was ist das jetzt hier? Was war das? Das war nix. Was ist das? Da ist der Pool. Da will ich noch nicht rein. Ich möchte nämlich noch mit euch in das Lager. War das hier? Ne, das ist der Schießstand. Also ihr seht, überall gibt es Waffen, Truhen, Behälter, Kleidungsstücke. Den habe ich beim ersten Mal übrigens nicht gesehen. Weil ich einfach dran vorbeigelatscht und habe mich gefragt, warum ist dieser Gang hier? So. Also auch Platz für unendlich Bücher. Ich kann auch zwei ganze Bücher in dieses Regal stellen. Also vielleicht auch nicht ganz unendlich. Wie viel kann ich hier reinstellen? Zwei Bücher. Cool. Ja. Hier gibt es dann Eisenbarren, Stahl, Ebenerz. Cool. Gold, Mondstein, Fehlter Malachit, Orichalcum, Quecksilber und Korundum. Ne, Metallbarren. Zwergisch. Kein Korundum hier? Ach ne, ist wahrscheinlich Zwergisch. Und dann gibt es hier noch so Shortcuts zu den einzelnen Bereichen. Ich werde jetzt hier auch mal wieder rausgehen. Wobei, hier oben war ich noch nicht. Was ist da oben? Noch mehr Bücherregale. Was kann ich hier reinstellen? Gar nichts. Okay. Boah. Jetzt gehen wir nämlich zum Highlight des ganzen Hauses. Also, ja. Wo dann auch das Schwert schlechthin liegt. mehr oder weniger. Falls ihr diese komischen Glitches seht, diese weiß aufleuchtenden Flächen, das liegt tatsächlich an der Mod, nicht an meinem Rechner. Weil auch wegen ISO, weil wegen irgendwas mit Mesh, ich kann das nicht übersetzen. Ich kann nicht so viel Englisch, dass ich das könnte und ich habe auch nicht geguckt. Also wahrscheinlich zur Zusammensetzung. Halt, stopp! Zwergische Tür, ne? Zwergisch. Wie ein Markart, so. Voll. Dann haben wir hier einen Drachenwasserspeier. Irgendwie paradox, aber ein Drachenwasserspeier. Da oben ist übrigens noch ein lebender Drache. Wobei ich nicht weiß, was ist mit der Textur los. Kämpfen da gerade zwei gegeneinander? Also ich könnte mich hier auch ausziehen und schwimmen, aber finde ich nicht irgendwie doof. Warum der hier bewachen soll? Keine Ahnung. Wasserfälle finde ich sehr schön. Diese komische Kugel da, wunderbar gemacht. Also muss ich sagen, der Drache. Hier dieses... Drachenfensterchen und da habe ich Narsil reingelegt.
Quasi so als letzte Verteidigungslinie oder was. Ich fand, das passte. Naja. Ja, damit wäre es das dann soweit. Ich habe noch diverse andere Mods hier reingeknallt, die ich jetzt euch aber aufgrund der YouTube-Beschränkungen nicht zeigen kann und nicht darf. Und auch nicht kann. Weil ich habe diverse Haarmods. Ach, weißt du was, ich brauche jetzt irgendwie mal einen Typen, der mir mal in die Augen guckt. Du da, bleib hier. So, bessere Augen, seht ihr? Nein, seht ihr nicht. Diese Bewegungsengine, ne? Ja. So, da, bessere. Bessere Augen, genau, so. Was? Ich wollte gar nichts kaufen. Naja, mal gucken, kann ja nicht schaden. Och, mein. Platten? Mein. Bogen überhaupt? Ich weiß ja gar nicht, 41 oder was? 26. Warum hat er mir gerade minus 9 angezeigt? Zum nächsten Mal. Oder hat er einfach nur... Keine Ahnung, also kurzes Fazit hier zu dieser Drachen-Castle, Dragon-Castle. Und der Castle Grey, die momentan drin sind. Oh, es ist diesig. Das finde ich ja schön. Das ist übrigens mein Pferd, soweit ich weiß, ja. Pebbles und Horse. Cool. Ich versuche jetzt mal irgendwie einen Drachen zu finden, dass wir den auch töten, dass ich euch zeigen kann, wie der schön... Da ist er. Zerfällt. Trifft wahrscheinlich eh nicht. Huch. So, jetzt habe ich ihn angelockt. Coole Musik im Hintergrund, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ey, Typ! Lass meine Pferde in Ruhe. Habe ich dir gesagt, du sollst meine Pferde angreifen, du Sau. Kritischer Schlag. Ich glaube, damit habe ich jetzt einen seiner Flügel erwischt. Und der müsste gleich wieder zu Boden gehen. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, weil manchmal machen die das. Komm, Schwert. Der kann mich jetzt übrigens auch nicht tödlich treffen. Slash. Ja, genau. Gib ihm. So, jetzt gehen wir mal ein Stückchen weg. Dann könnt ihr es mal in Großaufnahme sehen. Aber das kennen wir ja schon, ne? Aber das noch nicht. Das ist neu. Ja, meine Prozessorleistung ging kurzzeitig auf 42 Grad hoch. Prozent. Hast du irgendwas Schönes für mich? Gold. Ja, die kann ich eh nicht verkaufen. Ach, weißt du, nehme ich einfach mal mit. Kann nicht schaden. Ja, was gibt es großartig noch zu sagen? Ich habe eigentlich alles gesagt, was ich momentan drin habe an Grafik und Verbesserungen. Also ich habe... Ach, wisst ihr was? Das kann ich euch einfach mal zeigen, weil sie ist ja da nicht nackt. Ja. Schulgirl-Uniform habe ich einfach mal gecraftet, weil ich wusste nicht, wie das aussieht. Es sieht ziemlich scheiße aus, muss ich ehrlich gesagt mal sagen. So, ich... Hoppala. Also die ist nicht nackt, ne? Ihr seht, also die Haut ist trocken. Das heißt trocken, sie ist sauber. Hörst du auf. Dieses Tattoo, das gehört zu Dark Lilith Armor, dazu kann ich nichts. Ja, sie ist, wie gesagt, nicht mehr dreckig. Was ist das? Ein Stück Holz. Ja, bessere Augen, bessere Haare. Es kann übrigens sein, dass ihr, wenn ihr bei im Hauptmenü die Haare einstellt, dass ihr dann plötzlich das Spiel ab kackt, weil aus Gründen. Keine Ahnung, das geht dann einfach zu und dann hat sich das. Aber nur bei einem Mod. Ja. So,
Was sage ich denn jetzt? Genau, ich habe euch jetzt erstmal alles gezeigt, was ich so hier drin habe. Ihr seht zum Beispiel, dass alles schon ein bisschen besser aussieht. Ich werde mich dann auch mal darauf konzentrieren, dieses ganze Ding mal in einer Variante aufzunehmen bzw. laufen zu lassen, die es dann doch ermöglicht, alles zu sehen. Wobei ich jetzt nochmal gerne die Aureolas sehen möchte, die Nordlichter. Ja, es ist immer noch dunkel. Aber zumindest der Milky Way ist da. Den kann man übrigens auch verändern. Also es gibt da tatsächlich schon diverse Möglichkeiten. Boah. Mond. Mond. Zwei Monde. Ich habe übrigens auch einen... Nein, nein, ja. Ein Mod, der nennt sich... eine gute Frage. Naja, der hat angeblich bessere Effekteinstellungen, allerdings kann ich dazu keinen Unterschied feststellen und hier sieht es auch gerade irgendwie scheiße aus. Ja. Kurz nachgeladen. Sehr schön. Was ist das hier? Eine Ruine. Wieso ist hier eine Ruine? Wie sieht es dann vor? Da hinten sind die Riesen, da gehe ich jetzt nicht hin. Mammuts und so. What the... Komm, wir machen nochmal eben fix einen schönen Kampf und dann entlasse ich euch auch. Oder ihr mich? Hm? Ich kann es Auslegungssache. Ich mache ja eigentlich normalerweise gerne Bogenschützen-Duelle, aber... Ach so, die ist ja hier immer, genau. Euch zuliebe werde ich es heute mal blutig angelassen. Gibt es hier keinen Haupteingang? Hm. Halt's Maul! Wisst ihr was? Tun wir ihm mal den Gefallen. Auch wenn irgendwie dieser Bogen, entweder bin ich übermächtig, von der Stärke her der Waffen, oder? Sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Wollte gerade sagen. Boom. Bin ich denn mit Pfeilen gespickt, yo? Wer wartet auf mich? Au. Einfach mal nur au. Ja. So. Um diesem Ruhmreichen. Nennen. Hallo? Okay. Ruhmreichen Abschluss, also es geht dann noch runter, aber da habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Entlasse ich euch mal und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der hoffentlich nächsten Folge von Let's Mod. Ich weiß nicht, ob ich das groß weiterführen werde. Also ich werde bestimmt noch ein, zwei Folgen dazu machen. Spätestens, wenn ich alles auf ENB umgestellt habe. Das kann eine Zeit lang dauern und ich habe auch momentan echt nicht die Zeit dazu. Das war jetzt nur ein kleines Projekt von mir, so zwischendurch, weil ich da Lust drauf hatte. Ja, wie gesagt, eine Liste der einzelnen Mods kommt. Wer seid ihr? Mal gucken, wie ich das mache, ob ich das in die Videobeschreibung... Möge Stenders Gnade mit euch sein, denn die Wächter kennen kein Erbarmen. Wo immer ja. Die Dedra sich verstecken, die Wächter von Stender werden sie ins Licht führen. Was auch immer du sagst. Jetzt geht's hier aber los. Ihr seht die unterschiedlichen Wolken. Die einen sind unten, die anderen sind oben. Es gibt dann auch noch diverse andere Nebeleffekte. Also es gibt da tatsächlich auch so gedämpfte Geräusche und bla und Arsch und Leichen.
Ja. Ich erzähle es nicht groß, es reicht. Ich werde schauen, dass ich die ENB umgestellte Sache nochmal zeige. Ich werde schauen, dass ich da die höchstmögliche Leistung rauskriege. Aber ihr seht, man kann mit Skyrim viel machen. Ich werde auch schauen, dass ich die Laserschwerter gecraftet kriege, weil die muss man ja auch erst craften. Die kann ich mir nicht einfach mit einem Cheat cheaten. Hey, bist du Mike, der Lügner? Mike? Ist er tatsächlich? Die Rüstung der Nord hat viel Fell. Das macht Mike manchmal etwas nervös. Manche sagen, Alduin ist Akatosh. Manche sagen, Maik ist ein Lügner. Ihr solltet nichts von beiden glauben. Ja, den kennen wir übrigens noch aus, ich weiß nicht, ob der schon im Morrowind da war. Maik war einmal in der Seelenfalle. Nicht sehr angenehm. Daran solltet ihr ab und zu denken. Der rannte die ganze Zeit in Oblivion rum, wenn man den mal fast gekriegt hatte. Hat er einem irgendwas erzählt, keine Ahnung. War sehr seltsam. Ja. Oh, da sehen wir schon, wie der Mond so schön leuchtet. Das finde ich sehr angenehm, muss ich sagen. Wisst ihr was? Ich warte euch einfach mal zu Liebe noch einmal 24 Stunden, damit ihr hoffentlich in den Genuss der Aureolas kommt. Wenn nicht, müssen wir es leider verschieben, dass wir es dann auf, keine Ahnung, auf die nächste ENB-Folge legen. Auf das Grundgerüst. Was ich noch zu sagen habe, ist, dass einige Mods auf ein Gerüst aufbauen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel diese... Kacke. Muss ich vielleicht noch höher in den Norden gehen? Wo will ich denn hin? Nein. Zurück. Labyrinthion? Ja, oder? Nee. Ustengraf, Mortal... Festung Schneefalke, ach, weißt du was? Also mal zum Nagasaki-Onsen, gucken uns das auch ein letztes Mal an, ob wir da nicht irgendwelche Nordlichter sehen. Okay. Was haben wir jetzt? 12 Uhr mittags, also warten wir mal... 12 Stunden müssen 12 Uhr nachts sein. Ich habe auch keine Ahnung, wann die auftauchen. Ich habe die nur eingefügt, das scheint zu funktionieren. Sonst hätte er mir irgendwelche Mecker gegeben. Dass die ein spezielles Gerüst brauchen, unter anderem diese Magic Spells, die brauchen... Bin ich aber enttäuscht. Ich werde mich zurück mal nach Flusswald teleportieren, weil da haben wir ja gestartet, zurück zum Ausgangsort. Die benötigen ein Skyrim Script Engine, heißt die, glaube ich. Die gibt es übrigens nicht auf Nexus, also es gibt sie schon auf Nexus, aber nicht direkt als Download, sondern als verlinkte Seite. Die benötigen diese Sache halt. Dann gibt es Mods, so wie, die heißt Better Females. Also Better Females und Better Males, die bauen beide auf dem XP, keine Ahnung, auf dem XK32 Skeleton auf, also dass die dann eine spezielle Innenarchitektur haben. Und dann müsst ihr halt gucken, wie die Kardinalitäten untereinander sind, also die Beziehungen untereinander, wer braucht was. Das steht dann hoffentlich in den meisten Beschreibungen dann auch drin. Es gibt natürlich auch einige, die übertreiben es gerne, aber naja. Wie gesagt. Besser so als gar keine Description. Damit beende ich unsere Reise hier nach Skyrim. In dieses gemoddete Skyrim. Also es gibt natürlich auch noch mehr zu sehen und zu modden und zu verändern. Es gibt noch Fraktionen, es gibt eigene Questreihen, es gibt ganze Städte. Mann, das ist eklig. Die man hinzufügen kann. Ich werde das auch dann, so weit es geht, übernehmen und machen und tun. Aber von mir aus, von meiner Seite aus, war es das für heute. Vielen Dank, dass ihr euch mein Geschwafel angetan habt, dass ihr mit mir auf diese Reise gegangen seid. Ich würde sagen, ich halte euch nicht länger auf vom Schlafen, vom Arbeiten, was auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge Let's Mod Skyrim. Das ist ein schöner Name übrigens, finde ich gut. Oder in einem unserer Let's Plays in Game of Thrones, in Hearthstone, den Striker, in The Elder Scrolls Online, in Battlefield, in Diablo, was auch immer. Wir sehen uns. Haltet die Ohren steif. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ciao, ciao.